Aber ich warte, dass es ein bisschen heller wird. Und erst wenn es hell wird, mache ich die Basen da kaputt. Oder so kaputt, wie es halt eben geht. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut soweit. Also ich lasse dich mal nicht da stehen, sondern ich fahre dich vor die Tore. So, damit die Lasertürme das Ding verteidigen können. Mache ich hier ein Loch. Mach das Loch wieder zu. Und verteile mal Lasertürme. Zwar, dass überall schön jetzt 5 sind. Nom, nom, nom. Nom, nom. So. Schon besser. Hier oben haben wir in der Zwischenzeit nicht so wirklich viel Eisen produziert, weil die hier zu langsam sind. So, Produktivitätsmodule. Zack, zack, zack. Also ich sollte doch demnächst mehr von den Drills aufstellen, auch wenn es nicht 100% Effektivität, Produktivität hat. Und wir brauchen stetigen Nachschub, sonst überrennen uns die Viecher irgendwann. So, weg, 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 weg. Hier haben wir noch welche? Ja, hier noch welche. Da, da. Da, da, da. Das heißt, da fehlen jetzt noch 2 Türme und das war's. Okay, dann brauche ich jetzt noch eine Kiste. Und zwar für die Roboter. Nehmen wir einfach eine passive Provider Chest, setzen die irgendwo hin, da zum Beispiel. Und du kriegst jetzt Mauern. Dafür sollte ich auch noch mehr Mauern bauen. Und brech die mal ab. Das dauert zu lange. So. Also Repair Packs und Mauern. Woher hast du vorher die Repair Packs genommen? Von hier, ne? Ja, okay. Das heißt, sie können jetzt die da drin aufbrauchen. Wenn die alle sind, können sie sich hier neue holen. So, noch mehr davon. Noch mehr davon. Das sollte eigentlich schon reichen. Weil so häufig werden die Mauern nicht zerstört. Und eigentlich müssten da auch Backup-Lasertürme rein. Aber ich hoffe mal nicht, dass es dazu kommt. Also jedenfalls so lange nicht, bis die nächsthöheren Beiter freigeschaltet werden. Was aber laut Smog, ne, bald ist. Also, es ist hell, einigermaßen zumindest. Das heißt, wir gehen jetzt platt fahren. Und ich brauche mehr Repair Packs für unterwegs anhalten und nachreparieren. So, rein da. Oh, oh. Genau, reparier mich. Da ist die Basis. Einmal durch, bitte. Swush, 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 swush. So, und alles zur Basis locken. Ja. Ja. Oh, das ist was Neues. Ich glaube, da war gerade was anderes. Ah, ne, das war nur ein roter, ein mittlerer also. Okay. Gut, das waren 3 Spawner. Schön reparieren. Und ich sollte die Alien-Artefakte auch jetzt gleich demnächst einsammeln, sonst despawnen die irgendwann. Das wäre echt schade. Also ich weiß nicht, ob sie es können, aber ne? Sicher ist sicher. Also hinfahren, restliche Viecher plattfahren, Alien-Artefakte aufsammeln und dann gleich zur nächsten Basis. Das geht richtig gut. Also, zack. Haben wir hier Würmer? Nein. Oh, das sind gar keine. Zong, zong. 2 Spawner weg. Zong, zong. Noch 2 Spawner weg. Und wieder zu den Türmen. Oh. So. Au. Au. Das war echt eine gute Idee, die Mauern dahin zu setzen. Ich habe jetzt schon 2 oder 3 auf dem Gewissen. Aber die Feinsteuerung ist für mich echt schwierig bei dem Wagen. So, das reparieren. Die Mauer wurde neu gesetzt? Ja, wurde sie. Sehr brav, Roboter, sehr brav. So. Okay, nächstes Ziel. Das da, das sind ganz kleine Basen und dann die beiden da. Und wenn wir die 4 Minibasen kaputt haben, dann dürfte auch nichts mehr hier in der Nähe Smog aufsaugen. Und das ist schon mal sehr gut. Weil ich will noch nicht so schnell mit den super-duper Beitern zu tun haben. Auch wenn die Edelsteine bringen. Oder Leichen, die Edelsteine bringen. Oder wie auch immer das geregelt ist. So, aussteigen. Her damit. Her damit. Her damit.
Aussteigen. Sehr gut. Oh oh. Einsteigen. Plattform. Kreisfahren. Plattform. Kreisfahren. Gegenfahren. Oh, selbst die Großen gehen davon kaputt. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also relativ schnell sogar. Zack. Ja. Also Ditec hat garstige Biter später und so weiter, aber es hat auch schön viele Möglichkeiten gegen anzustänkern. Also das Snipergewehr fand ich persönlich, jedenfalls in den ersten Zügen, ziemlich überpowered. Ist es aber nicht, weil später halt mehr kommt. Und genauso auch der Wagen hier. Super geil jetzt am Anfang, aber ich denke mal, die späteren Basen werden darüber lachen, wenn ich versuche da anzufahren. Da werden dann super mega Tune 2000 Würmer auf mich zukommen, die dann die gepanzerten Wagen one-hitten. Aber solange bis das der Fall ist, habe ich die Möglichkeit, die Ressourcen aufzubauen, die ich auch brauche, um später zu überleben. Jo. Noch eine Runde. Ah, ich glaube, der Wagen geht... Ah! Huhu. Okay, definitiv gute Idee mit den Mauern. Und viel mehr hätte der Wagen auch nicht ausgehalten. Ja, das war irgendwie 50 Lebenspunkte rum, hat er noch. Und keine Repair Packs mehr. Bau, 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 bau. Schön, schön. 47 Alien-Artefakte. Sehr gut. Die kann ich auch gleich noch zu Alien Science Packs verwursteln. Jedenfalls einen Teil davon. Ja, theoretisch könnte ich das Holz hier auch abholzen lassen von den Robots. Aber ich brauche das Holz gerade nicht wirklich. So, du reparier, du bist schneller als der Bot. Noch. So, dann da oben links die Basis fehlt noch und die oben Mitte. Das sollten wir auch hinbekommen, bevor es wieder dunkel wird. Und voll. So. Kaputt, 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 kaputt. So, hier da. Ja, das war jetzt nicht so wirklich schlimm. Squish. So, ich kann ja sogar noch draus schießen. Ah, ist das geil. Das habe ich ganz vergessen. Also ich kann Basen platt fahren und währenddessen mit der Combat Shotgun mit panzerbrechenden Munitionen raus und neben und hinter mich schießen. Sauber, sauber, sauber. Nee. Für die Strecke will ich den Wagen haben. Nur für den Fall, dass da irgendwas Beißerartiges kommt. Nimm. Rein. Und weg. So. Das ist wieder ein etwas größerer. Aber Spawner sind kaputt und das ist das Wichtigste. Schleife drehen. Okay. So. Zack. Und das müssten jetzt alle Basen gewesen sein, die gerade bei uns Smog schnüffeln. Repair. Und alles gut. Schön, schön, schön. Also ich hatte mir echt tierisch Sorgen gemacht wegen dem Eisen, weil die Karte halt doch recht garstig war als Einsteiger. Also in das Mod-Paket, weil nicht genug Eisen in der Nähe war. Aber einfach durchbeißen, dann findet man schon irgendwo eine schöne Stelle und man findet nach und nach auch die Teile vom Mod, die einem eher helfen, das zu verwirklichen, was man gerne machen möchte. Weil durch Ditec kommen so viele Sachen dazu, das ist echt Hammer. Also du weg, du einsteigen. So, Karte. Das da kann auch noch weg. Das ist noch relativ nah dran. Tong, tong, tong. Zumal ich ja auch recht viele Bäume zerstöre, ne? Und der Smog sich dadurch weiter ausbreitet. Ah, was bist du? Berserker-Biter. Ja, und genau deswegen wollte ich das so schnell wie möglich machen. Gucken wir mal. Ja, die werden nicht mehr angekratzt davon. Ah doch. Okay, ich guck mal, wie viel Schaden... Oh. Ja, fahr da auch gleich durch. So. Und ich versuche jetzt mal durch so einen roten durchzufahren. Es geht, aber mein Auto ist fast Schrott.
Ich glaube, die kite ich lieber eine Woche. Na, Bin ich auf die falsche Taste gekommen? Da wird meine Munition nicht reichen. So, die sind kaputt und die haben jetzt was gedroppt. Das würde ich sehr gerne aufheben. Meine Munition wird echt nicht reichen. Was ist mit denen los? Die halten noch mehr aus als die Roten. Ah, ich kann beim Fahren einsammeln. Das ist sehr gut. Okay, dann sammle ich das mal. Nein, nein, nein. Und tot. Ich bin irgendwo gegen gefahren. Autosave? Laden. Oh, okay. Ja, das kaputt machen. Euch wegmachen. Euch kaputt machen, solange ich es noch kann. Einsacken. So. Jetzt würde ich ganz gerne einen Roten töten und ihn einsammeln. Da, Chunks of Ruby. Die droppen das also direkt. Das ist sehr gut zu wissen. So, jetzt will ich einfach nur noch weg. Mein Auto reparieren. Und die Basis macht dann den Rest. Oh, Kacke. Jetzt muss ich wieder zickzack fahren wegen den Bäumen. Die sind flott, die Viecher. So, aussteigen, reparieren. Also die Basis hat nicht wirklich gute Arbeit geleistet. Nicht gegen Bäume fahren, nicht gegen Bäume fahren, nicht schon wieder sterben. Oh, Stein. Ja, nee, hier ist nicht gut. Das Auto wird gleich einfach drauf gehen, ist okay. Ja. So, Auto ist kaputt. Schade ums Auto. Aber gut, wir haben... Oh, da. Noch mehr Edelsteine. So, rein. Brauchen eine bessere Picke. Sehr zu. So, wir haben jetzt Chunks of Ruby. Die können wir verarbeiten zu... Raw Ruby Chunks. Genau, also 10 Steine und ein Chunk of Ruby machen wir zu Raw Ruby. Und Raw Ruby und 100 Steine machen wir zu einem Polished Ruby. Ja, erst müssen wir die Lasertürme erforschen, die besseren. Und ich brauche einen neuen Wagen. Aber Mission erfolgreich. Wir haben die Basen da zerstört, auch wenn wir einmal neu laden dürfen. Wir mussten. Neu laden ist doof. Ist aber besser als das ganze LP neu anzufangen. Das haben wir geschafft. Wir haben jetzt hier hoffentlich auch genug Eisen, dass ich gleich runterheizen kann. Kann ich überhaupt noch einen Wagen bauen, um runterzuheizen? Nö. Es fehlen 10 blaue Chips und das da. So, ich hätte jetzt gerne die super tollen, super teuren Türme. Die brauchen Chunks of Sapphire? Ach du gute Güte. Wir haben keine Saphire. Wir haben Rubine. Mist. Okay, dann gehe ich doch erstmal auf Laser Damage und Laser Shooting Speed weiter. Weil das dürfte ja auch für die besseren Türme dann mehr Laser, Shooting, Damage und Speed sein. Also Research. Gut. Das kommt mit. Wir machen jetzt einen Zu-Fuß-Trip in der nächsten Folge runter in die Hauptbasis. Holen wieder Brennstoffblöcke. Liefern wieder Eisen ab. Holen wieder rosa Module. Denken dann aber bitte, bitte Gerogon der Zukunft auch daran, Sachen zu bauen für ein neues Auto. Und eventuell neue Sniper-Munition. Damit ich hier in der Basis stehen kann und den Türmen helfen, falls diese
Berserker da nochmal auftauchen. Ja, das mit der Eskalation ging schneller, als ich dachte. Das ist okay. Aber ja, selber schuld, weil ich die Basis hier aufgebaut habe und diese Produktivitätsmodule überall reingeballert habe. Die sorgen nämlich für 40% mehr Smog. Denn es ist kein Wunder, dass die mutieren. Und unser Kupferding wird angefallen. Und wenn da jetzt ein so ein Rot dabei ist, dann ist das Ding Asche, weil da sind fast keine Türme. Hat sich gehalten. Okay. Da hinten, die könnten auch bald schnüffeln. Das ist nicht gut. Ja, also eventuell demnächst wieder anfangen mit Bäume fällen und aufbauen. Aber das gucken wir in der nächsten Folge. Bye, bye.